Drache Brain Death. Sieht voll behindert aus, der Drache. Okay, ja, wir sind jetzt hier und... Oh, guck mal, was das ist. Das ist ein Mann. Ein Mann! Mein Mann! Hallo, Mann! Hallo, Frau! Ey, wo hast du dieses geile Outfit her? Zusammengeklaut. Ach so. Standardmäßig. Sie veredelt und so aus, voll reich und so. Ja, ich bin ja auch voll reich und so. Ach so, okay, gut. Ja, lieber Wolke, also für uns ist die letzte Aufnahme ja gut ein Monat her oder so. Oh ja. Wir haben mega viel aufgenommen gehabt und ja. Na gut, einen Monat sind wir jetzt wieder hier dabei. Eigentlich wollten wir ja mit ein paar anderen Leuten zusammen aufnehmen, aber das ist irgendwie nichts geworden, weil... Was ist denn das hier? Klicke und sie nehmen Drachenzähmerpeitsche, Magiekristall, Magiekristall, what the fuck, was ist das alles? Das hast du bereits erhalten, lol. Was ist das? Free to play Fantasia. Total, was ist das denn? Also wir sind jetzt ewig nicht online gewesen, wir haben 1000 Updates, wir haben keine Ahnung, was das alles ist hier. Wie kam ich in mein Inventar rein, weißt du das noch? In dein Inventar kommst du mit B. B, alles klar. So, bei mir sind aber alle Skills irgendwie nicht mehr unten drinne. Ja, bei mir auch, lol, okay. C? Drachensplitterleim. Illusionspuppe, Dungeon-Teleportschriftrolle, Meisterschaftsrücksetzungspulver. Sag mal, hier gibt's wohl vieles gar nicht mehr, was ich hatte. Hä? Transportrune, Attributskristalle, Evolutionsskillbuch. Ich habe hier gerade so ein ganz, ganz blödes Gefühl, du. Reparaturhammer. Drachen. Ah, ha. Okay, also es gibt jetzt, was ich sonst hatte, hier diese Superschüsse und so, es gibt's gar nicht mehr in der Form. Du hast jetzt Meisterschaften, so wie das aussieht. Wie ging das nochmal alles? Oh mein Gott. Oh, ich sag bloß, ich kann ja... Ach, 20. Die haben das hier komplett umgeändert. Ich hatte ja, liebe Zuschauer, zum Beispiel so ein Skill, dass ich so einen Flammenschuss hatte und was weiß ich, das ist hier gerade irgendwie gar nicht mehr. Ich bin gerade verwirrt. Wir hätten vielleicht nicht einfach so die Aufnahme starten sollen. Ich habe es dir gesagt. Ich wusste ja nicht, dass solche Veränderungen hier... Ah. Ich habe auch 12 Erfahrungspunkte hier noch. Das geht nicht mal auf Stärke. Warum kriege ich denn als Bogenschütze den Schmetterschlag-Skill? Verstehe ich nicht. Meisterschaften mit N. Habe ich jetzt 20 von 20 Skills frei oder was? Waffenmeisterschaften, Basismeisterschaften, lol. Zweihandwaffenmeisterschaft. Was, wenn ich das ausrüste jetzt? Huch! Das kannst du jetzt noch. Ah, lol, okay. Meisterhafter Schlitzer. Fokustraining. Zerstörer. Jetzt habe ich alles auf 1 gestillt. Einhand kann ich so irgendwie runterziehen jetzt auch. Ah.
Mächtiger Schlitzer. Fokustraining Zerstörer. Stärke. Alles klar. Kann ich die irgendwie runterziehen, weißt du das? Ich muss hier gerade mal klar. Mit K kannst du ein aktives Skill gehen und dir das dann runterziehen. Das habe ich, in K habe ich das drinnen. Hä? Ich kann irgendwie mit meiner Lol. Mit meiner jetzigen Klinge kann, darf ich nicht angreifen. Wie kann ich mir das runterziehen? Na, einfach drop and click, click and drop, so rum. Warum darf ich denn hier nicht angreifen? Wollt ihr mich verarschen? Nö, kann ich nicht. Ich kann mit meiner Waffe nicht angreifen, liebe Zuschauer. Ich kann mir das nicht runterziehen. Ich bin... Warum kann ich denn nur mit meinem Bogen angreifen? Warum kann ich denn... Liebe Zuschauer, ihr merkt schon... die Aufnahme geht super los. Dass das hier alles nicht so einfach ist. Rucksack voll. Ach, dann lass mal. So, jetzt gucke ich mal wegen den Quest-Dingern hier. Okay. Hä? Wie ziehst du das runter? Ich klicke drauf und ziehe. Was ist hier so? Geht bei mir nicht. Ey, ich kann es dir auch nicht genau erklären. Ich konnte auch gerade mit meiner... mit dieser Schussklinge, die ich hatte, kann ich gerade nicht angreifen, ich kann nur mit dem Bogen angreifen, also... Also ich kann... Ah, das sind gar keine richtigen Skills. Wo sind denn da meine Skills hin? Ja, die musst du wieder praktisch erlernen, durch die Meisterschaften. Ach, in den... Aber nicht durch die richtigen, sondern durch die Fortgeschrittenen oder was? Keine Ahnung, ich habe da irgendwie geklickt und... Erdrutschschlitzen. Schildschlag. Na, mit Schild arbeite ich ja nicht, deswegen gehe ich einfach mal jetzt hier einmal durch. Mich ärgert das gerade, dass ich meine Klinge nicht mehr habe. Weil die oder nicht benutzen darf. Klingensturm, das da fand ich ziemlich geil, deswegen erweitere ich das einfach mal. Und dann noch das da. Komm, so. Jetzt habe ich das erlernt und das kann ich jetzt runterziehen wahrscheinlich. Also es gibt ach, das sind aktive Skills und oben das sind passive, passive Skills. Ah, alles klar, okay, gut. Und die müsste ich jetzt auch irgendwo. Ah, super, hier sind sie wieder. Da habe ich meinen Sonnengestöber mit der 1. Dann habe ich da meine Sichelwelle mit der 2. Da habe ich da meinen Klingensturm. Dann haben wir das da. Dann haben wir Klingenwirbel. Erdrutschschlitzen, ach du schokoladische. Und Besiegbarkeit. Okay. Klingensturm geht. Das war das. Das war das. Das war das. Hilfe! Problem bei der Zauberattacke auf das Ziel. Erforderliche Ausrüstung, Zweihandschwerter betreten. Ja, wie gesagt, also mit meiner Klinge, die ich davor hatte, kann ich jetzt auch nicht mehr angreifen. Also. Das ist ziemlich nutzlos. Fünf. Das ist das. Und sechs bin ich einfach für 0,5 Sekunden unangreifbar. Dann packe ich mir diesen Skill mal auf die Kuh. Ganze 0,5 Sekunden, na Mensch. Ja, ne? Ich bin einfach OP. Schon meine Freunde sagten damals, du bist einfach OP. So, dann tue ich mir die Drachenzähmung aufs E legen. Springen kann ich mir aufs R springen. Kann ich mir gar nicht legen, okay. Ja, wir werden noch viel mehr Skills erlernen. Wie soll man das denn alles?
Kreis der Verzweiflung haue ich mir auf V und Fitas Segen haue ich mir dahin. Das sind meine Drachenskills. Okay. Gut, dann haben wir jetzt schon mal 10 Minuten damit verbracht, erstmal alles neu einzustellen hier. Soll ich mal schauen, habe ich überhaupt jetzt die ganzen Items noch, die ich vorher hatte? Hey! Warum? Warum was? Wie konnte ich jetzt nochmal gleich auf meinen Drachen steigen, ohne den vorher rufen zu müssen? Du kannst mit Tabulator kommst du auf den Drachen drauf. Ah, sehr gut. Und wie hat man das andere gemacht? Ich glaube, da musstest du String F1 machen, oder? Nee. Alt F1, da rufst du so deinen Drachen, aber ich... Achso, steht da oben. Genau. Gab ja eine Möglichkeit gleich auf den drauf irgendwie. Ja, das ist Tabulator einfach. Warum bin ich denn jetzt bei der Wasserbrücke da, das... Wo bist du? Ja, mich hat's gerade aus dem Spiel rausgehauen und jetzt bin ich statt in dem Holzfällerlager, da wo es mich rausgehauen hat zu starten, bin ich jetzt hier bei der Wasserbrücke gelandet. Warte, ich komme dir entgegen. Na, ich muss ja eh zurück, ich hab da ja noch... Achso, dann warte ich da und dann tun wir uns erstmal in eine Gruppe inviten, damit wir uns auch finden. Probiert einfach mal aus, ob das hier alles noch klappt so. Ja, alles was ich an Skills irgendwie hatte, ist vollkommen weg. Ich bewege mich hier sehr dezent. Quest verletzter Drache, ich habe überhaupt keine Quest angenommen. Wo bist denn du? Im Lager? Auf dem Weg. Auf dem besten Weg. Ich bin gleich da. Ich hab da noch irgendwas. Was ist das denn? Ich habe hier noch eine Belohnung abholen. Was ist denn das? Keine Ahnung. Achso, das ist so eine täglich Login-Belohnung, okay? Ja, ja. Genau. Was ist das da? Ihr habt einen neuen Skill erlernt. Drücke K auf aktive Skills. Ich habe keinen neuen Skill erlernt, du dummes Ding. Da, Brain. Wo bist du? Ich bin jetzt im Parsing Holzfällerlager. Ja, da bin ich auch. Und ich sehe dich aber nicht. Kann ich auch nicht sehen. Ich hab hier auch noch... Oh, liebe Leute. So lange her. Ich hab hier noch zwei Quests offen, die ich noch annehmen muss. Ich hab noch unfertige Quests hier. Also keine Ahnung, wo du bist, aber ich bin hier. Au, 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 au. Ja, ich bin im Parsing Holzfällerlager und werde hier gerade von irgendwelchen Viechern angegriffen. Du kannst im Lager gar nicht angegriffen werden, das heißt, du bist gar nicht im Lager. Doch, da stand Parsing... Blablabla, bla, bla. Jetzt bin ich Parsing Hinterwäldler. Rettet mich! Komm da einmal auf die scheiß Holzhütte zu. Da wo der Alchemiehändler drin ist, oder was? Ja, dahin sollst du jetzt kommen. Bist du da? 2 Sekunden. Ja, und ich war auf der rechten Seite. Das zählt auch irgendwie noch dazu. Anscheinend haben sie das Gebiet erweitert. Ich sehe dich trotzdem nicht. Ach doch, da bist du. Moment, bleib stehen. Wolke LP, Hacker melden. Ah, okay, gut. Einladung zur Gründung einer Gruppe. Okay. So, na endlich. Und jetzt machen wir los. Und zwar suchen wir jetzt mal die Orte auf, an denen wir die Quests erfüllen, damit das hier mal ein bisschen vorangeht, wenn man gar nichts gezeigt. Ich muss momentan noch ein paar andere Quests als der Wolke abliefern, deswegen renne ich schnell mal nach Kapak und gebe da mein erstes Quest ab.
Und irgendwo muss ich ein anderes Quest abgeben. Keine Ahnung. Genau, und ich muss erstmal hier in den Cyborg-Turm zurück. Das, was wir ja eigentlich schon längst gemacht haben. Wo es bei mir dann auch diese Internetprobleme gab. Ja, ich habe auch hier noch mal. Ich habe auch jetzt wieder die Quest mit den Ratten. Da habe ich auch noch eine Quest jetzt wieder. Versuchspfleger, Kommando Palpa. Ja genau, das habe ich auch. Und himmelblaue Medizin Nummer 17. Das habe ich nicht mehr. Ah, doch, das ist das, ja, na klar, das ist das. Ja, das ist eine Mission, ne? So, was war hier jetzt? Ich weiß gar nicht, warum ich in Kalpaka, ach, keine Ahnung, wie das hier heißt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier schon Mission habe. Pax Quister. F? Drück doch F. Hä, ich drücke doch F. Ah. Ach, ihr seid es, Narrowmare. Danke. Das ist der Bericht über die Medizin Nummer 1. Das Blut eines Seelenschlingers. Das hatte ich nicht erwartet. Wow, Level 22! Ich beobachte von hier schon eine lange Zeit. Was? Ich beobachte von hier schon eine lange Zeit und habe keine verdächtigen Goblins in Richtung der Triumphhalle gehen sehen. Deswegen müssten diejenigen, die das Medizinflaschen gestohlen haben, noch hier sein. Vielleicht finden wir etwas von der Nashov Goblins heraus. Das sind Banditen, die hier in der Gegend die Unwesen treiben. Jeder Nashov Goblin hat einen Rucksack bei sich. Holt mir diese Rucksäcke, ich werde sehen, was sich darin befindet. Während ihr das tut, werde ich diesen Bericht studieren. Das ist schön für dich, dass du hier ausruhst, während die Frauen die Arbeit machen. So sind die Männer. Ja, so sind die. Ich weiß aber gar nicht, wo ich meine Himmelshammer-Notversammlung jetzt abgeben muss. Ich habe hier noch ein Quest, das heißt Himmelshammer-Notversammlung, aber ich kann das nirgendwo abgeben. Ja, ich komme mit dieser, das mit dem Poppy nicht so ganz klar. Die sitzt da irgendwo. Na, das ist ja schön, dass sie irgendwo zwischen Haufen Feinden irgendwo rumsitzt. Ja, genau so. Ungefähr genau das macht sie. Mal schauen, was sich alles so verändert hat. Ich bin echt gespannt, was die alles so getan haben. Ach, hier ist er. Ah. Cool. Und ich habe da gerade Eisenerz gefunden und ich kann da einfach nicht widerstehen, wenn ich sowas sehe. Nein! Und schon haben wir zu Beginn das Problem, was wir damals auch immer schon hatten. Man hat erstmal keinen Platz im Inventar. Standardtechnisch, wie sollte es anders sein? Ich bin gerade leicht verarscht. Kupfererz, boing, boing. So, gleich am Anfang erstmal wieder am Schuften hier. Jetzt geht's endlich wieder los. Wir hatten ja auch mal angekündigt, glaube ich, im letzten Folge. Ach, das ist alles so ewig her. Sorry, wenn wir uns nicht mal an alles erinnern können, Leute. Und auch sorry, dass jetzt am 17. keine Folge hochkam. Da gab es ein paar Verständigungsprobleme zwischen mir und Wolke, weil ich ja im Urlaub war und ich hatte da was falsch erklärt. Deswegen kam da keine Folge hoch. Ja, deswegen holen wir das ja jetzt hier nach und ja, und wir sind dann ein bisschen verwirrt jetzt hier, seht ihr schon. Ah, das wird auf jeden Fall. Gut, dass ich schon Level 30 bin mit meinem Hauptaccount, da weiß ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was hier. Da bin ich nicht ganz auf mich allein gestellt. Puh. Schwarzspeer. Ah, die greifen an. Beute. Kleines Bündel Kräuter. Ich wollte ja nur das Kupfererz haben. Boing. Boing. Lalalala. Ich habe übrigens 40.000 Gold. Wie viel hast du? Ich habe 37.000. Noch was. Ja, wir haben auch rausgefunden, dass man, wie man Diamanten in-game bekommt und so ein Spaß. Das habe ich rausgefunden mit meinem anderen Account und das ist eigentlich ziemlich geil. So. Das werden wir auch alles nochmal nachholen irgendwann. So, jetzt bin ich erst da.
So, jetzt hole ich. Ich gehe erstmal ganz kurz zurück nach zum Drachenhort, gell? Okay, mach mal. Und tu da meine Drachen mal ein wenig fliegen. Ich weiß gar nicht, was die alles noch hatten, also. Der wird bestimmt jetzt ein bisschen Crafting für mich drin sein. Ja, wenn du da noch deine Quests erfüllst. Wir haben ja noch 21 Stunden doppelter Erfahrungsbonus, gell? Stimmt. Sehe ich da gerade am Rande, du verlierst gerade Leben? Habe, ja. Mittlerweile nicht mehr. So. So, was hast denn du hier alles gemacht, was ich noch nicht gemacht habe? Das gibt's doch gar nicht. Zum Drachen. Kannst du doch gar nicht gemacht haben hier. Flieg, um einen Vorgang mit dem Drachen zu starten. Drachen ist Lager. Ah. Boing. So. Na doch, du hattest ja wirklich massive Lachs in dem Moment, ne? Ja, warst du so weit vorgespielt? Wahrscheinlich schon. Ach, wie ging das? Oh, das habe ich alles wieder vergessen. Ich wusste das alles perfekt. Dass die nächstes Mal Drachenwaren suchen. Fünf Stunden lang einfach mal. So. Ich habe nur einen Drachen. Ah ne, hier. Und den da lasse ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, fünf Stunden unverfeinertes Erz suchen. Die kommen auch 5 Stunden Drachen waren jetzt, wisst ihr. Ist mir eigentlich Schokolade. So. Hier nochmal bei denen ins Nest rein. War's doch schon? Okay. Und dann gehe ich jetzt einfach mal zum Schmied. Kupferblock herstellen. Bringt mir das irgendwas? Ja, es gibt mir noch ein Level dazu. Okay, das ist sehr schön. Dann machst du vielleicht einen neuen Mal. So, ich komme hier auf jeden Fall noch ein paar Level hoch. Das ist äußerst geil. Ich gucke mal, ob bei meiner LP-Anzeige irgendwas verändert, aber 7 XP ist natürlich nicht unbedingt das Wahre. So, Level 15 in der Schmiedekunst. Huch, wollte ich nicht, tut mir leid. Also ich bin hier, wie gesagt, ehrlich gesagt, leicht überfordert mit den ganzen Veränderungen. Super, kann ich es auch noch machen. Bin ich auch hier mal ein bisschen hoch. Bringt mir Felsen noch was? Ich glaube nicht, dass Felsen was bringt. Ne, das war mir irgendwie schon klar. Und hier? Auch nicht. Ich überlege auch gerade, was ich alles mache. Ich gucke mal, ob ich irgendwas kochen kann. So. Ah, siehst du, ich kann was kochen. Mal gucken, ob das was bringt, aber ich glaube... Ah, das bringt was. Super. Dann machen wir weiter. Und sind gleich Level 13 beim Kochen. So gefällt mir das. Lalalalala. Halte das Schacks-Ritual auf. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Die haben hier viele neue Dinger reingefügt. Ich glaube, sieht irgendwie viel bunter und grüner alles aus hier. Meinst du? Die ganzen Pflanzen sind mir neu, auf jeden Fall. Das bin ich aber verwirrt hier. Oder haben sie grafikmäßig einfach irgendwas gemacht? Das kann auch sein. Wäre auch möglich. Ach, hier beim Bankier habe ich auch noch alles voll. Ach du meine Güte,
Ein Sturz aus 50.000 Kilometern Höhe und ich verliere 100 Leben. Wow. Ich bin jetzt hier. Ah. Mann. Extraktion. Ich wollte gerade irgendwas extrahieren. Ach da. Nee. Nee. Ich hatte doch gerade Steine, die ich extrahieren konnte. Bin ich jetzt vollkommen banal? You've come to the right place. Ach da. Extrahieren. Du und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt raus muss, um auf dieses Fest zu kommen von den Schacks-Leuten da irgendwie. Ich habe gerade einen Titelbeförderer bekommen. Wird dieser auf ausgewählten Titel angewandt? Warte mal, das ging doch so hier, oder? Titel. Sternschnuppe kann ich befördern. Ah, okay. Okay, ich habe es jetzt genutzt, aber es ist irgendwie nichts passiert. Toll. Okay. Ist hier gerade etwas blöd. Lass mich doch alle mal in Ruhe. Keine Ahnung, was ich tue, aber ich tue bestimmt irgendwas richtig. Ja, bei mir werden das hier gerade immer mehr Gegner statt weniger. Ein seltenes Item kann gegen Lady Crystal eingetauscht werden. Oh oh, ich glaube, ich bin bald tot. Verfeinerter Mischgriff. Oh, hallo. Mann. Ich bin, ach, ich weiß keine Ahnung. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir hier auch 1000 Dinge. Portal-Transport-Rune. 5 Trilliarden Essenzen, hier habe ich auch nichts. Okay, gut. Lang, lang ist es her, oh mein Gott. Hui. Ja, wir müssen höhere Level erreichen, um dieses ganze andere Grasgezeug benutzen zu dürfen. Anders so. Kann ich es mir fast nicht vorstellen. Mal erstmal hier meinen lieben Trochen. Autsch. Okay, also. Grauwolf. Oh.
glaube, ich komme langsam wieder rein ins Spiel. So, ein bisschen Kupferharze bauen wieder. So. Wer bist mit deiner Mission? Noch nicht so weit. Also ich muss sagen, das ist hier wesentlich schwerer geworden als Bogenschütze, dadurch, dass ich bestimmte Skills nicht mehr habe, mit denen ich die Gegner halt auch mal ordentlich wegschleudern konnte. Ja, die musst du wahrscheinlich alles neu erlernen. Ich hab die jetzt so auch nicht gesehen. Dann konnte ich meine alte Waffe nicht benutzen, die sehr gut war. Das heißt, ich musste jetzt zu meinem schlechteren Bogen zurück. Dafür musst du deinen Drachen beschwören, okay? Ach, diese Lanze! Ach, alles klar, das ist die. Hier. Oh, okay, das ist die Lanze. Okay. Ich will hier gar nicht langlaufen. Gibt's viele Feinde. Da drüben ist Holz. Stirb, 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 stirb. Dämliches Alchemie-Experiment, das hab ich jetzt gedrückt. Oh mein Gott, nein, ich komme nicht zurecht. So, jetzt muss ich hier unseren komischen Trank finden, dafür ganz allein in diese komische Höhle reinwatscheln. Die haben die Büsche, glaube ich, auch größer gemacht, die waren so winzig klein. Okay, alles in allem scheint das sehr lustige Veränderung zu sein. Die Frage ist, was tue ich jetzt, solange du noch nicht da bist? Ja, die Frage ist auch, ich hab das doch schon gemacht, Mensch. Du musst hier erstmal einen Haufen Gegner töten. Katalpa Weingras sammeln. Jumpidu, jumpidu, jumpidu. Nicht noch ein gefährlicher Bär, nein. Eigentlich wollte ich die 5 drücken. Boah, das hat voll da. Und auf N müsste ich ja theoretisch eigentlich sogar noch einen neuen Skill haben. Und zwar könnte ich ja theoretisch jetzt... Rückhandschlitzer. Spiralschlitzer. Schildschlag. Erforderliches Level 25, ach so. Den Rückhandschlitzer erlernen. Tada! Jetzt gehe ich auf K, gehe auf aktive Effekte. Die Sichelwelle fand ich eh nicht so cool. Die lasse ich mal weg. Oder die packe ich mir Mann! Hier auf die 6. So. Hier irgendwo.
so die 2 war. Also das ist ja... Ich weiß, ich habe das Gefühl, ich kämpfe jedes Mal. Töte ich einen Gegner und sofort kommt nächster hier. Physischer Angriff ist nicht erlaubt. Das nimmt kein Ende hier. Nicht genügend Unterstützungspunkte. Hä? Ja, ich durfte, wie gesagt, meine Klinge durfte ich vorhin auch nicht nutzen. Mein Doppelschuss kann ich nicht nutzen, weil dafür brauche ich diese Klinge und keine Ahnung. Bin leicht gewirrt, aber okay. So, jetzt, wie es mir geht. Zumal ich ja auch denke, dass ich diese Quest eigentlich schon mal gemacht habe. Plus TS3 bewirbt dich. Allianz gesucht. Ja, übrigens an alle lieben Freunde des lieben League of Legends oder auch des StarCraft. Wir haben momentan auf TS3 einen neuen Clan gegründet, der nennt sich Fog of War und suchen da aktive Mitglieder, die über Level 18 sind, die über 18 Jahre alt sind und gerne auch im Ranked ein bisschen mitwischen würden, also in der 5 gegen 5. Wir wollen sind momentan ein Spaßclan, wollen im späteren Verlauf vielleicht auch mal in die LCS mitmischen. Das kommt darauf an, wie sich unser Clan entwickelt. Wir haben einige Spieler, die höheren Rang haben, einige Spieler, die niedrigeren Rang haben, gut gemischt eigentlich. Ja, wenn du Lust hast mitzumachen, dann bewirb dich doch einfach bei uns und bla bla bla. Bla 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 bla. Hier kannst du unwichtige Scheiße halt, ne? Alles, was man halt einfach nicht so hören muss, ne? Alles, was genau dich nicht interessiert. Yay! Okay, wer bist du, Schnuggel? Ich bin immer noch dabei, mich hier durch irgendwelche Höhlen zu kämpfen, um an irgendwelche Tränke zu kommen und... Was, bist du bei den Ratten oder was? Nee, ich muss jetzt Karmesintrank muss ich jetzt finden. Das ist ein Auftrag noch von der Poppy. Ach, die Höhle, alles da. Ja, ja, das... Ich habe da unten gerade eine coole... Dings gefunden, ich guck mal das mal an. Nachdem ich hier 50.000 Schacksforscher getötet habe und ungefähr genauso viele andere Typen. Was tut ihr hier? Ach hallo, ich suche nach einem Hinweis. Ich bin Cid Silverclaw, ein Osira wie ihr. Ich bin kein großer Kämpfer, nur ein Gelehrter. Ich verfolge Afea. Weshalb ich den ganzen weiten Weg von Ladies nach Puretia gekommen bin. Ich verstehe. Warte. Afetia? Stimmt, Afetia Silberschuppe soll diesen Stern mit Afaya verwenden haben, um sich ein Urteil über die Herzen der Leute zu machen. Diese Legende ist nicht sonderlich bekannt und obwohl die meisten Leute nicht mal die Existenz dieses legendären glauben, wusste ich doch immer, dass es Afetia wirklich gibt. Aber es ist nicht leicht zu finden. Ich suche jetzt seit Jahren nach ihm und konnte keinerlei Spur von ihm ausfindig machen. Ich dachte, ich würde hier in Puretia vielleicht etwas mehr Glück haben, aber auch hier habe ich noch keinen Hinweis gefunden. Wenn ich doch nur die Kristallobjekte finden könnte, die er gemacht hat. Würde euch dieses helfen? Was? Woher habt ihr das? Von den Bewohnern aus der Gegend? Das ist wundervoll. Das bedeutet, dass alle Daten, die ich gesammelt habe, stimmen. Afea ist wirklich hier erschienen. Und mehr noch, Silberschuppe Afea ist nicht nur während der Herrschaft der Shago-Imperiums hier erschienen, er muss im Moment in Puretia sein. Okay, jetzt erklär mir mal, warum ich irgendeinen random Guy mitten auf irgendwo ansprechen kann und auf einmal Quests von dem kriege. Lol. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin einfach auf den zugegangen, weil mir gerade langweilig war, jetzt habe ich auch mal einen Quest bei dem, obwohl da überhaupt nichts, keine Ahnung. Die Ursachen der Verehrung. Die Ruinen, die ihr in Puretia sehen konntet, gehörten einst dem antiken Shago-Imperium. Es war eine mächtige Nation in der ersten im ersten Drachenkrieg vor seinem Untergang, der durch die Naturkatastrophe verursacht wurde. Iron, Arboran und andere Länder waren ursprünglich Shago-Gebiete. Zwischen den Ruinen sind viele Altare verstreut.
Nach meinen Forschungen wurden die Altare für die Anbetung derselben Gottheiten verwendet. Afaya, 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 irgendwie so, keine Ahnung. Afaya war eine der vielen legendären Drachen, die von adligen Chagos verehrt wurden. Ich muss noch immer einen Grund finden, warum man grundlos einen Drachen anbetet. Diesen Altar wurde von jemandem zerstört. Den Aufzeichnungen nach gibt es hier einige Altarabzeichen, die von Banditen geraubt wurden. Ihr seid... Ach, was ist denn das für ein Riesentext? Ah, ne. Ihr seid im Kämpfen viel besser als ich. Könnt ihr zum parsigen Holzfällerlager gehen und mir helfen, ein paar Altarabzeichen eh zurückzuholen? Klar, ich verstehe immer noch nicht, warum ich dich anspreche. Ich gehe jetzt mal... What the fuck, was ist das denn? Frostfaust. Ich habe hier jetzt 50 Karmesintränke eingesammelt, gefühlt. Kann diese aber nicht... Ach so, okay, gut. Rätsel hat sich gelöst. Rucksack mal wieder voll. Frostfaust. Der Drache mit dem schneeweißen Fell liegt dort und schläft. Ihm ist es egal, dass sein Besitzer die Altarruinen mit einem Vergrößerungsglas untersucht. Als er euch näher, zuckt er nur mit der Nase, schnüffelt ein wenig und schläft dann wieder ein. Ich soll Drachen sich auch haben. Ich spreche jetzt einfach nochmal random irgendeinen Geier. Einfach mal so. Das wäre ja lustig, wenn dir wirklich jeder hier auf dieser ganzen Welt einfach eine Quest in die Hand drückt. Das wäre ja ziemlich lustig. Das hätte was, ne? Irgendwie bin ich im falschen Lager. Woran ich das erkenne, an den 3 Milliarden Feinden hinter mir herrennen. So. Hilfe! Ich renne genau in das feindliche Lager rein. Genau sowas macht man. Sowas passiert doch. Story, West Passing. Es scheint, als passiert etwas. Ach, kam das bei dir jetzt auch? Ja, kam bei mir auch gerade. Okay. Wow. Ich bin ein Geil-Tag. So levelt man zufrieden. Ich bin nur ein Mädchen, das ich alles töte, alle töten wird. Was? Oder nicht? Okay. Würde ich irgendeine random Menschen ansprechen? Ich finde aber gerade keine random Menschen. Ah, da sind random Menschen. Du da. Komm mal her. What is it? Speak quickly. Den kann ich nicht anreden. Hä, okay. Und den hier? Greetings. Nö, kann ich den da anreden? Speak quickly. It's up to you now. Speak fast. Das ist auch übelst geil, wie der, wenn du jemand ansprichst, dann sagt der speak fast oder so, aber der im Text steht, ich kann nicht reden, ich bin im Dienst. Hä? Ja. Ist genauso, also er hat mich jetzt voll an meine Auszeichnung erinnert. Ich habe doch hier jetzt den Zettel bekommen, dass ich meine Kochprüfung bestanden habe. Ja. Und da stand das beim Englischen drauf, schief. Hat er okay. Bestanden als schief, also als Chef. Da habe ich gleich gedacht, okay, ich nehme das englische Zeug, das gefällt mir besser. Sie sind auch nicht offiziell gut, auch nicht schlecht so. Ja, irgendwie ist es so, dass Cook, also Koch im Englischen, die absolute Nullnummer ist und dass die normalen Köche da schief heißen. Vielleicht meinten die das schief auch praktisch wie Chef so. Ja, weil ich halt einfach chefmäßig drauf bin, ne? Besiegt das 17. Drachenversuchsobjekt. Das hab ich doch schon gemacht, Mann. Ich bin halt bescheuert. Keine Ahnung. Ich weiß, dass das ganz nervig war und... Ich fliege wohl gemeint daher. Ich weiß aber, dass es auch ein Versuchsobjekt ist, dann helfe ich mal. Nee, ich weiß ja auch, wo das ist. Ja, ich helfe dir das... beim Kämpfen. Ja, das wäre nett, weil... das war nämlich sehr...
sehr, sehr anstrengend. Weiß. Weil das auch ziemlich lange gedauert hat. Da ist er. Na dann, los, los, go, go. La 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 la. Ja, das war wirklich sehr anstrengend. Ich kann kaum noch. Nee, zusammen ging's ja jetzt, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben, dass ich das alleine versucht habe. Und gestorben bist. Nee, das nicht. Aber ich habe zwei Anläufe gebraucht, weil ich beim zweiten Mal dann Tränke benutzt habe, beim ersten Mal nicht. Und erst beim zweiten Mal kam ich dann auf die Idee, man könnte ja mal... So. Gut, das heißt, im Cyborg-Dorm habe ich jetzt alles abgeschlossen, so wie es aussieht. Bam. Finde ich schon mal sehr gut. Ich finde diesen Turm nämlich ausgesprochen lästig, muss ich sagen. Ja, ich richtig. So. So. Wolkraft bei... das hat Level aufgestiegen. Er wird 22. Herzlich willkommen. Yay, ich grüße euch. So, was ist denn hier? Eileen Winster hat irgendwas für mich. Aber ist tot und nicht. Ich soll den Typ wieder zurückgehen oder was? Lol, okay. Pax den Brief bringen. Okay, okay. Also du musst jetzt auch noch Versuchsobjekt Pfleger, Kommandant Palba und. Ja genau, da könnten wir gleich mal hingehen. Ja, jetzt muss ich nur mal schauen. Also ich habe hier irgendwie noch bei Margaret Pierce und Lance Fulton zwei Quests, die ich annehmen kann. Würde ich mal fix schauen, was die für mich haben. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Was? Ich habe hier bei einer Margaret und bei einem Lance habe ich noch Quests, die ich annehmen kann. Ich gehe mal stark davon aus, dass es... habe ich keine Quests mehr. Brückenreparaturmaterial. Okay, warte, ich lese mal was vor. Sid Silverclaw. Mal sehen, es scheint, dass die fälschlicherweise der Meinung waren, dass Aphelia Übeltäter bestraft. Gerechtigkeit gehört aber in der Geltungsbereich von Silberdonner Fernjax. Er war der Gott des Lichts und der Gerechtigkeit. Doch Aphelia hatte kein sonderliches Interesse am Wohlergehen der Menschheit. Das ist einer der typischen Fehler in diesen Legenden von über Aphelia. Wie soll ich das sagen? Aphelia war weder gut noch böse interessiert. Der Stern von Aphelia hat sich entsprechend ihrer Gemütszustands verhalten. Wenn sie emotional oder nervös war, hat der Stern von Aphelia ihre Gefühle geschluckt, damit nichts geschehen würde. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte nehmt dies. Für einen legendären Drachen gilt Aphelia als jung, aber seine Persönlichkeit ist so uninteressant wie ein Haufen Drachenknochen. Deshalb ist nur wenig über ihn bekannt. Man könnte fast sagen, Aphelia war eine hat eine ernsthafte Störung, was Gefühle betrifft. Vielleicht beobachtet Aphelia deshalb so gerne Menschen und freut sich einfach alles anzuschauen, was sie tun. Die alchemistische Forschungsstadt Kryptorfturm war eines von diesen Dingen. Obwohl es für Menschen schwer ist, Aphelia aufzuspüren, so gibt es eine alchemistische Formel in diesem Turm, mit der es möglich ist, legendäre Drachensporen zu entdecken. Ich hoffe, dass ihr etwas Alchemielösung für ein Experimentkristall von der Alchemie überresten und den Schwarzspeeren für mich beschaffen könnt. Nachdem ihr alles eingesammelt habt, trefft mich am Forschungslager außerhalb des Turms.
Okay, dann nehme ich aber mal die Quest hier an, die hat wohl gehe ich gerade nicht. Und warte, bis er mit seinen Quests fertig ist. Dauert hoffentlich nicht allzu lange. Das ist ja schon mal das erste. Alchemieüberreste. Ich habe mich schon gewundert, dass die Viecher haben bis jetzt ja wirklich keinen Sinn gehabt. Alchemielösung. So, du stirbst. Das ist gleich das nächste. Hier ist ein Schwarzspeer, den ich fertig machen muss. Warum auch immer. Experimentkristall, alles da. Bildung entsteht mit Alabasterhorn. Bindungen erstellt mit Alabasterhorn. Keine Ahnung. Alles klar. Wisst mal Bescheid, ne? Hast du es auch gerade gehabt, oder wie? Ja, ja. So, ich brauche jetzt noch ein Parsing Räuber. Das sind wahrscheinlich so neue Chat-Einblendungen für die ganze Welt. So kleine Tipps. Die ganze Welt betreffen vielleicht, keine Ahnung. Okay. Sid Silverclaw. Oh, die Reaktion auf diese Lösung nachzuurteilen war fair in den letzten Jahren hier. Und diese Schacks scheinen ihn nicht gefunden zu haben. Zumindest gibt es keine Spuren eines Kampfes mit dem Experimentkristall. Das ist wirklich aufregend, Narymare. In all den Jahren, die ich Afea also schon suche, war ich noch nie so nah dran. Vielleicht kann ich ihn endlich mit eigenen Augen erblicken. Ich kann es kaum erwarten. Das ist schön. Wenn ihr nach Orten in der Nähe sucht, von denen aus man die Menschen gut beobachten kann, sollten wir über Kapak und die Schatrilos anwesend nachdenken. Hä? Das Schatrilos, ach so. Das eine ist ein Terroristenattraktion und das andere eine Villa eines bekannten Erfinders. Ich vermute, dass Afea sowohl als auch besuchen würde. Narymare, möchtet ihr mich auf der Suche nach Afea begleiten? Ich begegne nicht oft Kameraden wie euch und ihr habt mir schon so viel geholfen. Wenn möglich, würde ich gerne mit euch zusammen nach Afea suchen. Wenn ihr mitkommen wollt, werde ich auf der Straße nach Kabak im Südwesten auf euch warten. Na klar. Ich glaube, ich werde erstmal nach Frostfaust loslegen. Wie lange brauchst du euch, um dieses Vieh zu besiegen, mein Gott? Welches Vieh? Ich wurde hier angegriffen die ganze Zeit von so einem Vieh und so ein Wächter steht neben dem Vieh. Und hat in der ganzen Zeit, wo ich gelesen habe, hat es diesem Ding 5% Leben abgezogen. Nicht schlecht. Ja, ne? Ist bestimmt ein Kommandant oder so. Irgendwas Hochgradiges. Juhu, ich habe eine Rezeptur gefunden. Goldblechfassung. Oh, das könnte geil werden. Warte mal, Goldblech? Ich habe da bestimmt Gold im Tabak. Was? Gold im Tabak? Ja, Gold im Tabak. Ich rauche meine Zigaretten immer mit Tabak. Ich glaube, ein Scheiß. Also Zigaretten würde ich schon mit Tabak rauchen, ja. Kann man natürlich auch mit anderen Sachen, aber... Gold zum Beispiel? Hm. Ich rauche meine Zigaretten mit Tabak, alles klar, ey. Oh mein Gott. Wie geil, der eine, an dem ich gerade vorbeigeflogen bin, hieß erstmal Tourist. Gut. So, jetzt gehe ich zu Praxquiz. Oh, ich habe hier so viele Quests. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was du alles gemacht hast, aber... Oh Gott. Bis ich die alle abgearbeitet habe. Aber du bist gerade bei
fragst Quiz, denn das ist sehr gut, da muss ich jetzt nämlich auch hin. Da bin ich zwar nicht, aber geh ruhig hin. Also wurde mir auf der Karte angezeigt, dass du ja, da gerade... Ja, ich bin daneben, aber ich habe bei dem keine Quest. Ja, na, ich muss bei dem jetzt eine abschließen. Ich schau gerade, ob ich Gold habe. Das wäre äußerst goldig jetzt, ne? Kupferblock. Unverfeinerter Erzkristall. Ich habe über 200 unverfeinertes Erz, alles klar. Haben die das hier umgebaut? Das sieht so anders aus. Ich hab kein Gold. Guck mal. Aha, jetzt gibt's hier Briefkästen. Was? Briefkästen? Ja. So, ich brauche jetzt 8 Goblin-Rucksäcke. Hast du die Quest schon gemacht? Nee, die habe ich nicht gemacht. Ich würde erstmal unten die Goblin-Mission machen. Die Mission mit dem Kalpalpa würde ich es machen. Okay, dann warte mal, wo du gerade bist, denn also die haben doch hier umgebaut. Ja, gell, das sieht alles anders aus so ein bisschen. Wo bist denn du? Ich spiel gerade auf Dach. Ja, du schwebst hier über mir, sehe ich gerade. Auf jeden Fall viel größer hier. Ah! Ja. Nee, die Quests habe ich auch noch nicht angenommen, die du gerade machst. Ja, wenn ich wüsste, was das für eine ist. Ups, so. Ach, da kann ich... Ach, das sind wieder hier diese vielen, die man immer wieder machen kann. Guck mal, so sehe ich auch aus in Wirklichkeit. Sehe ich gerade gar nicht. Also jetzt komme ich mir hier ein bisschen veräppelt vor. Stirb! Alter, der hat doch das Hundertfache von meinem Eigengewicht, mit meiner zärtlichen jungen Dame hier und der hier mit seinem massiven Oberkörper. Wollt ihr mich hier total veräppeln oder was? Warte. Toll. Klasse. Ich habe vergessen, dass man hier anscheinend keine Leitern hochklettern kann. Ja. Was ist das denn cooles? Ausrüstung ist besser. Aber hier gibt es Kraniche auf einmal. Und was sind das für Viecher? Ich kann hier irgendwelche Kristalle mitnehmen. Und die füllen sich hier anscheinend immer wieder auf. Yay, ich hab cool. Handschutz. Ich brauche noch einen. Also, hier hat sich echt einiges getan, liebe Leute. Ich komme hier noch gar nicht so drüber hinweg. Bin hier immer noch ein bisschen
Huh!